Ja, ich bin gebeten worden, es nochmal zu erklären. Alle, die einen Drachen mitgebracht haben und den auf der Wiese vor dem Reichstag steigen lassen wollen, geht bitte jetzt zum Ende dieser Kundgebung auf das gegenüberliegende Ende dieses Platzes, gegenüber von der Bühne. Dort geht eine Straßenbrücke über einen Seitenarm der Spree. Und dort an der Spitze des Demonstrationszugs bitte mit euren Drachen hin. Ihr werdet dann eine Abkürzung nehmen, nicht den ganzen Demozug mitlaufen, sodass ihr rechtzeitig die Drachen steigen lassen könnt. Bei dem Wetter steigen auch nicht nur die Drachen, es gibt auch Kletterer. Wenn ihr euch mal alle dreht vor dem Bahnhof, ist ein Banner kurz vor aufgespannt. Die Polizei hat vorhin versucht zu stoppen, das ist nicht gelungen. Ja, wir hatten gerade das Thema Energiewende vor Ort erkämpfen. Und auch hier in Berlin haben sich Leute vor 2,5 Jahren auf den Weg gemacht, die Energiewende hier auch vor Ort zu erkämpfen in dieser Stadt. Und haben sich mit mächtigen Gegnern angelegt. Mit dem Berliner Senat und mit Vattenfall. Und sie haben mit wenigen Leuten angefangen. Und am Ende waren es 600.000, die beim Volksentscheid gesagt haben, ja, wir wollen auch in dieser Stadt die Netze in der Hand der Bürgerinnen und Bürger, wir wollen auch hier eine andere Energiepolitik. Und einer von denen, die da besonders aktiv waren, ist jetzt hier. Und wenn er nicht alle schon stehen würde, dann würde ich sagen, jetzt begrüßt mit Standing Ovations für die Aktivistinnen und Aktivisten des Berliner Energietisches Stefan Taschner.